Während der Revolutionskämpfe gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gerät ein Goldtransport der peruanischen Militärregierung in einen Hinterhalt. Der Überfall gelingt. Geprägtes Gold im Werte von mehreren Millionen Dollar wird geraubt. Doch Oberst Tscherner, der Urheber und Organisator des Überfalls, kommt ums Leben. Sein Tod würde wohl kaum je ein Gemüt bewegt haben. Und sein Name wäre zweifellos längst vergessen, wenn nicht die von ihm entwendeten Millionen gewesen wären, die seitdem verschollen sind. So aber geht das geraubte Gold in die Geschichte der Schatzsuche unter dem Stichwort das Gold des Oberst Tscherner ein. Der Ort, an dem seitdem am häufigsten nach dem verschollenen Schatz gesucht wird, vergebens gesucht wird, sind die Kokosinseln. Mitunter sind die Schatzsucher einzelne romantisch-abenteuerliche Männer, oft genug organisierte Expeditionen mit wissenschaftlichem Charakter, nicht zuletzt aber zwielichtige Gestalten, die nichts zu verlieren haben. Und zu letzteren gehören die beiden Männer, die am 23. März 1895 aus dem Sträflingslager Fort Piley an der Westküste Neuseelands ausbrechen. Noch heute lassen sich in den alten Sträflingslisten von Fort Piley die Namen der beiden feststellen. Der eine, Nummer 217, heißt Edward Forbes, der andere, Nummer 241, Joshua Pike. Sie haben auf den ländlichen Märkten die Farmer mit selbst angefertigten Heilwasser und Pillen betrogen. Die beiden haben zwar vier Arme und vier Beine, aber sie denken meistens nur mit einem Kopf, dem von Forbes. Und Forbes meint, das Geschäft seines Lebens in der Tasche zu haben. Eine Karte. Die Skizze einer Insel, die irgendwo in der Nähe des 42. Breitengrades liegen soll. Forbes hat sie einem Mitgefangenen für ein Stück Kautabak abgehandelt. Aber er zweifelt nicht daran, den Schlüssel zu dem Geheimnis in der Hand zu haben, wo das Gold des Oberst Tscherner zu finden ist. Von allen diesen Dingen haben die jungen Leute, die ungefähr zwei Jahre nach den vorerwähnten Ereignissen mit der Zweimast-Schoner-Brig Slaffy den neuseeländischen Hafen Auckland verlassen, keine Ahnung. Der Onkel Doniphan Weldons, Lord Bachanan, Eigner der Slaffy, hat das Schiff dem Neffen und einigen seiner Freunde für eine Ferienfahrt rund um Neuseeland zur Verfügung gestellt. Keiner auf dem Schiff kann damit rechnen, dass der Schatz des Oberst Tscherner jemals eine Bedeutung für ihn bekommen wird. Hey, meine Herren, kommt hier rüber zu mir! Dann steht ihr keinem im Weg und seht genauso viel! Die jungen Leute stammen aus begüterten Familien der britischen Kronkolonie Neuseeland. Alles nette Burschen. Aber in den Gewohnheiten der bevorzugten Kreise jener Zeit aufgewachsen. Vor allem trifft das auf Doniphan Weldon zu. Hinter seiner oft hochfahrenden und anmaßenden Art verbirgt sich aber wohl eher eine gewisse Unsicherheit. Zwei grundverschiedene Welten begegnen sich an Bord der Slaffy. Die eine ist die Donifans und seiner Kameraden, die andere ist die des Schiffsjungen Dick Sand. Er ist auf der Schattenseite des Lebens geboren. Mit 8 Jahren steckte die Waisenhausverwaltung den Elternlosen auf ein Handelsschiff, das die Südsee befuhr. Nachdem er mehrere Jahre hindurch von einem Schiff zum anderen weitergereicht worden war und auf jedem eingetrichtert bekam, dass das Leben Mühe und Arbeit bedeute und dass man im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen solle, war er gegen die Wechselfälle des Lebens ziemlich abgehärtet. Während die einen in der Fahrt ein romantisches Abenteuer sehen, ist sie für Dick Sand eine illusionslose Angelegenheit. Das ist der Stand der Dinge, als in der Höhe von Cap Kevin eine Flaschenpost aufgefischt wird. Zwei Schiffbrüchige, die auf eine unbewohnte Insel verschlagen sind, bitten um Hilfe. Es handelt sich um die beiden aus Fort Piley entflohenen Sträflinge Edward Forbes und Joshua Pike, die hinter dem Gold des Oberst Tscherner her sind. Sie werden gerettet und an Bord genommen. Sag mal, die Karte, die bei euren Sachen war. Was ist das eigentlich für eine Insel, die da drauf ist? Um den Kapitän der Slaffy zum Anlaufen des Hafens Hobart zu zwingen, legen sie Brand in die Segelkammer, der jedoch unbeabsichtigt gefährliche Ausmaße annimmt, bevor er gelöscht werden kann. Der Plan von Forbes und Pike ist, das Schiff in die Hand zu bekommen, um mit ihm die Suche nach dem Gold durchzuführen. Sie hoffen, in Hobart Komplizen zu finden, mit denen sie Kapitän und Mannschaft überwältigen können. Der erste Teil des Planes scheint zu gelingen. Kapitän Hull lässt Kurs auf Hobart setzen, um dort vor allem das verbrannte Segelzeug zu ergänzen. Keiner ahnt, dass das Schiff seinem Unglück entgegenläuft, bis auf den Bootsmann Tom Kane, der Verdacht schöpft.
Forbes und Pike erledigen ihn auf ihre Weise und in aller Stille. Am nächsten Morgen fehlt ein Mann an Bord der Slaffy. Auch der zweite Teil des Planes ist erfolgreich. Während die Mannschaft nächtlichen Hafenurlaub hat, schleust Forbes seine Leute heimlich an Bord. Sobald die Slaffy wieder auf See ist, werden Kapitän und Besatzung überwältigt und, mit dem notdürftigsten versehen, in einem Boot ausgesetzt. Die Jungen behält er als Geiseln in der Absicht, sie gegen Lösegeld auszutauschen. Der vom Geschick hin und her geschobene Dick Sand wird zum Kombüsendienst gepresst. Ein einziger bleibt freiwillig, der geistig etwas schwerfällige Decksman O'Brien, den der Kapitän fälschlich des Mordes an Tom Kane beschuldigte. Zunächst hält Forbes seine Gefangenen in einer abgelegenen Farm an der neuseeländischen Küste versteckt. Aber mit Hilfe von Dick Sand und O'Brien gelingt die Flucht. Die geraubte Slaffy liegt vor der Küste vor Anker. Kein Mann ist an Bord. Unbehelligt erreichen sie das Schiff und haben es fast seeklar, als Forbes mit seinen Leuten am Ufer auftaucht. O'Brien wird von einer Kugel getroffen. Zwar sind sie nun im Besitz eines seetüchtigen Fahrzeuges, aber O'Brien, der Einzige, der seekundig genug gewesen wäre, es zu manövrieren und nach Auckland zurückzubringen, lebt nicht mehr. Hock und Klüber runter! Nach einer wochenlangen Fahrt auf sturmgepeitschter See scheitern sie an einer unbekannten Küste. Festland oder Insel? Bewohnt oder unbewohnt? Service! Aufpassen! Wir die Pest hier. Machen wir lieber, dass wir wegkommen. Die Entdeckung einer Höhle bringt ihnen Gewissheit. Hey, ist jemand zu Hause? Das ist eine Kerze. Gib mir mal ein Zündholz. Hier. Dick? Ja. Komm mal her mit der Kerze. Eine Insel. Da ist der See. Und hier liegt wahrscheinlich die Slaffy. Das ist der Fluss, den wir vorhin gesehen haben. Und dass das nicht Neuseeland ist, sieht ein Blinder. Vielleicht hat sie überhaupt keinen Namen. Besser sind wir jetzt bestimmt nicht dran. Wahrscheinlich ein Schiffbrüchiger, wie wir. Jedenfalls, zu Hause ist er nicht. Vielleicht hat die längst ein Schiff aufgelesen. Möglich. Doch, zu Hause ist schon einer. Aber erzählen kann der uns nicht mehr viel. Ich glaube, wir gehen jetzt lieber zu den anderen zurück. Na schön. Jetzt wussten wir, woran wir waren. Wir befanden uns auf einer Insel und es war nicht leicht, von ihr wegzukommen. Wäre dieser Mann sonst hier gestorben? Was meint ihr, wie lange das dauert, bis einer ein richtiges Skelett ist? Musst du ihn jetzt schon wieder da drin rumpulen? Ja, also ich möchte kein Skelett sein. Glaubst du, ich will nicht, dass mich einer so ganz nackt findet. Wir müssen endlich zu irgendeinem Entschluss kommen. Wir können doch nicht ewig hier auf dem Wrack bleiben bei den Robben. Der nächste Sturm haut den Kasten sowieso auseinander. Wo sollen wir denn hin? Warum ziehen wir nicht in die Höhle? In die Höhle? Nee, danke. Ich bleib hier. Da könnten wir unsere ganzen Sachen unterbringen. Und wenn ein Schiff vorbeifährt, dann sehen wir es nicht. Wenn wir warten wollen, bis ein Schiff vorbeikommt, da können wir schwarz werden. Jimmy hat recht. Die Höhle ist das Beste. Also gut, dann quasseln wir doch nicht lange. Ziehen wir in das Loch um. Das sage ich doch die ganze Zeit. Außerdem haben wir immer noch den Mast mit dem Notsignal da oben.
Also fangen wir gleich damit an. Wie kriegen wir unser Zeug dahin? Das schaffen wir schon. Sei froh, dass wir den Krempel noch haben. Ich bin nicht zum Lastesel geboren. Bis kurz vor die Höhle gibt's den Fluss. Da können wir leicht mit einem Floß rauffahren. Na bitte. Ich fand, dass es das Vernünftigste war, zunächst einmal irgendwo unterzukriechen. Das Jahr war schon ziemlich fortgeschritten. Der Herbst war nicht mehr weit. So, ich glaube, wir haben alles. Worauf warten wir denn noch? Ist doch idiotisch. Du hast ja nicht mal reinschreiben können, wo wir sind. Ohne eine Positionsangabe kann uns doch kein Schwein finden. Ich möchte mal wissen, was du dir davon versprichst. Wenn du schon so gescheit daherredest, kannst du mir vielleicht was Besseres sagen? Vielleicht wird sie gefunden, dann wissen sie wenigstens, dass wir am Leben sind. Kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ist ja dann ein hübscher Trost für uns. Du kannst auch mit anpacken. In den Wind drehen, sonst kommen wir nie durch die Düne. Heb mal hier mit an. Darüber drücken. Und wir sind frei. Könnten wir ja eigentlich das Segel setzen. Warte lieber noch einen Moment, sonst treiben wir wieder auf den Strand zu. Wir bleiben sowieso besser immer dicht an der Küste. Ob er jetzt Ruhe gibt? Bleibt ihm wohl nichts anderes übrig. Ich glaube, die sind drüben soweit. Junge, Junge, das ist vielleicht ein schönes Stück Arbeit. Wir sind ja nicht zum Vergnügen hier. Viel Platz haben wir da drin nicht. Entschuldige, was Besseres habe ich nicht gefunden. Was machen wir mit den Fledermäusen? Die füttern wir ein bisschen. Die sind harmlos, die tun keinem was. Wenn wir heute Nacht in dem Loch schlafen wollen, müssen wir mal mit dem Besen durchgehen. Ja, Brian, hilf mir doch mal. Zu zweit haben wir das schnell geschafft. Macht mir nicht viel aus, Dreck. Ich bin im Dreck aufgewachsen. Ohne Dreck bin ich direkt krank. Los, komm, Brian. Wir müssen sehen, dass wir fertig werden. Ach, hier sagt immer nur jeder, der andere soll endlich was tun. Ist doch komisch. Wir haben eine Menge zusammen durchgemacht, aber auf einmal will jeder mit dem Kopf durch die Wand und es klappt überhaupt nichts mehr. Hast du was Neues entdeckt? Nee, nichts. Ich weiß, warum nichts mehr geht. Ist doch ganz einfach. Wir brauchen Bürgermeister. Sonst noch was auf der Pfanne? Was ist denn daran so komisch? Ist überhaupt nicht komisch. Vielleicht hat er gar nicht so unrecht. Ist auch gar nicht so unflott. Wir brauchen einen Boss. Was meinst du, Jimmy? Auf dem Schiff gibt's ja auch einen Kapitän. Wäre vielleicht ganz gut. Dick, bist du einverstanden? Hm. Ein Captain mir macht mir nichts aus. Warum nicht? Meine ich auch. Und eine Insel ist ja sowas wie ein Schiff. Ich bin froh, wenn ich mal nur einem gehorchen muss. Ich mach mir nicht viel aus einem Boss, aber bitte, wenn ihr wollt. Also alle einverstanden. Und wie kommen wir jetzt zu einem Boss? Da müssen wir mal überlegen. Wer soll's sein? Hm? Ganz einfach, wir wählen einen von uns. Wählen ist gut. Jeder schreibt einen Namen auf und fertig. Und wer dann die meisten Stimmen hat, den hat's eben erwischt. Das ist doch Käse, da schreibt doch jeder seinen eigenen Namen an. Was haltet ihr von Gordon? Ich denke, der wird einen prima Boss abgeben. Dann wähl ihn doch, aber mach ja nicht einen Wahlredner. Ich kann doch meine Meinung sagen. Jedenfalls vielen Dank, Henry. So, jetzt fangen wir an. Hier sind die Zettel. Und schreibt deutlich. Dick? Nun nimm schon. Schreiben kannst du doch. Service? Hier, Donovan. Komm, Ben, rück mal deine Mütze raus. Danke. Und jetzt die Stimmzettel falten und in die Mütze legen. Wozu falten? Ich hab Gordon aufgeschrieben. Die Wahl ist geheim. Fertig, Gordon? Gordon. Donovan. Donovan Weldon erwartete natürlich, dass er der Boss sein würde. Brian? Gordon? Donovan? Gordon? Gordon? Brian. Also ist Gordon mit 5 Stimmen zum Captain gewählt. Zum Bürgermeister. Bravo. Sein Bravo klang etwas säuerlich. Na schön. Ich würde sagen, als erstes machen wir in dem Stall mal ein bisschen sauber. Hm? Ich kann nicht sagen, dass ich der Einzige gewesen bin, der sich über den Ernst der Lage klar war.
Es wurde nicht darüber gesprochen. Aber wie sollte es uns gelingen, je von hier wegzukommen, wenn es dem Schiffbrüchigen, den wir heute begraben hatten, nicht gelungen war? Seid ihr da unten fertig? Du kannst aufdrehen. Na, was sagt ihr? Fließendes Wasser. Hätte ich nicht gedacht. Schmeckt prima. Und jetzt kann keiner von euch mehr sagen, er könnte sich nicht waschen. Hey, Dick! Zur Feier des Tages gebe ich die letzte Corned-Beef-Büchse frei. Ist das ein Angebot? Wir fuhren 17 Mal zum Wrack. Am Ende war es ausgepolkt und leer wie eine hohle Nuss. Ich glaube nicht, dass wir etwas Nützliches vergessen hatten, sodass wir schließlich ganz gut mit Vorräten und Werkzeugen ausgerüstet waren. Wir konnten es eine Weile aushalten. Alle wussten, dass Hilfe nur von außen kommen konnte. Die Zukunft sah also nicht rosig aus. Aber ich kann nicht sagen, dass einer den Kopf hängen ließ. Das Ganze war noch zu sehr ein aufregendes Abenteuer. Ich will noch ergänzen, dass die Insel ungefähr 80 Kilometer auf der längsten Geraden von Norden nach Süden und an die 40 Kilometer von Westen nach Osten messen musste, wenn der Maßstab auf der Karte stimmte. Ziegen, guck mal. Wie kommen die denn auf die Insel? Wie bei uns zu Hause. Die da sind aber wild. Ich kenne eine Menge Inseln, wo Ziegen drauf sind. Das war hier bestimmt mal eine Pirateninsel. Die haben oft Ziegen ausgesetzt, um Frischfleisch zu haben. Auch Schweine. Das ist wie auf unserer Farm. Mit denen haben wir keine Mühe. Die laufen von allein in die Pfanne. Willst du sie abknallen? Warum denn immer auf alles schießen? Darum geht's überhaupt nicht, ums Schießen. Wir sind nicht mehr in Auckland, darum geht's. Wird mich gar nicht wundern, wenn er eines schönen Tages einen von uns zum Abschluss freigibt und in die Bratröhre schiebt, zum Beispiel dich. Brian, du lachst darüber. Aber ohne mich und mein Gewehr würdet ihr verdammt knapp mit frischem Fleisch dran sein. Und das Salzfleisch ist alle, mein Junge. Es gibt ja noch Wurzeln. Die frommen Einsiedler schlagen sich die Bäuche mit Wurzeln voll. Sehe ich aus wie ein frommer Einsiedler? Eher wie ein beschissener Rumknaller. Wie du willst. Wird mir ein Vergnügen sein. Ihr habt aber wirklich einen Sprung. Hört auf! Brian, Donovan, Schluss jetzt! Bringt die Säcke mit zurück. Nur deine Ziegen. Knüttel von Ziegen liegen genug hier. Danach müssen sie haufenweise in der Gegend rumlaufen. Ziegenkäse ist was Gutes, wenn einer lungenkrank ist. Sei mal ruhig. Da sind sie, da hinten. Da sind ja Junge dabei. Ja, ich muss näher ran. Vielleicht kriegen wir eine. Das ist eine Bola. So eine Art von Lasso. Die braucht man in Argentinien. Man muss sie so rüberschmeißen, dass sich die Kugeln um die Beine wickeln. Ja, in Argentinien können sie das vielleicht. Können wir auch. Das ist eine Schweinerei. Irgendjemand schien das Klüvernetz, das Luffy zum Fangnetz gemacht zu haben.
Die Vermutung lag natürlich nahe, dass es Donovan gewesen war. Den erwischt, der das Netz aufgehängt hat, dem drehe ich den Hals um. Was macht ihr denn hier für Mann, Spielchen? Nimm doch das Netz weg. Nun kommt schon raus. Das hast du gemacht. Mach doch keinen Quatsch. Hast du dir was getan, Morris? Mein Fuß. Komm, stütz dich auf. Ist nicht weiter schlimm, nicht mal richtig verstaucht. Aber aufpassen müsst ihr schon ein bisschen. Einen Doktor können wir nicht holen. Ich habe mir das Netz genau angesehen. Von Daslavi ist das bestimmt nicht. Na also, das habe ich doch gleich gesagt. Von wo soll's denn sonst sein? Wenn Donovan ich würde nie so unsportlich sein, ein Tier mit dem Netz zu fangen. Wenn's keiner von uns war, kann's nur einer gewesen sein, den wir nicht kennen. Vielleicht haben wir das Skelett nicht tief genug begraben. Habe ich ja immer gesagt. Ihr werdet schon sehen. Das Schilf trug bereits seine weißen, herbstlichen Fruchtfedern. Die Zeit verging und die Sache geriet mehr und mehr in Vergessenheit. Aber die Frage blieb, wenn sie auch an Bedeutung verlor, wer hatte das Netz dort aufgehängt? Da Donovan schwor, es nicht gewesen zu sein, konnte es nur von dem Schiffbrüchigen stammen. Das Tauwerk des Netzes zeigte keine besonders starken Verwitterungserscheinungen. Demnach konnte es auch nicht übermäßig lange dort gehangen haben. Daraus schlossen wir, dass der Schiffbrüchige nicht sehr lange vor unserer Ankunft verstorben war. Es verringerte die Zeitspanne seiner Verbannung und vergrößerte unsere Hoffnung auf Rettung in nicht allzu ferner Zeit. Kurz, wir machten uns eine Menge vor, um uns zu ermutigen. Das gelang uns auch so vollständig, dass wir das Netz schließlich selbst benutzten. Jetzt zieht das Netz zu! Nun mach schon, Ben! Los, rein mit dir. Komm schon. Mistvieh. Nicht dahin, nach rechts rüber. Komm, du auch. Tut dir doch keiner was. Wenn man euch so hört. Immer schön artig sein. Komm, tu, was der liebe Onkel sagt. So. Hey, wirst du wohl? Hast du Worte? So ein Luder. Wird schon werden. Nun stell ich mich so an. Seid ihr immer noch nicht so weit? Wie lange dauert das noch? Wir kommen ja schon. Immer die verdammte Knallerei. Was sagt ihr dazu? Ist das vielleicht ein Bursche? Sie empörten sich zwar, aber sie aßen das Wild, das er anbrachte, dann jedes Mal doch. Da hinten im Schilf scheint der Boden trockener zu sein. Kommst du nun oder kommst du nicht? Ich komm nicht. Den Quatsch! Und hör endlich auf, Löcher in die Luft zu knallen! Du triffst doch nicht mal auf 10 Meter eine alte Kuh. Komm. Thank you.
Lässt uns die Arbeit machen und spaziert in der Gegend rum. Das habe ich vielleicht dick. Lass mal, er ist gar nicht so übel. Aber wenn er ein Gewehr in der Hand hat... Donifen! Donifen! Wo steckst du denn? Donifen! Donifen! Er hat schon lange nicht mehr geballert. Da! Was ist denn das da? Mensch, der hat sich ein Feuer angemacht und jetzt brennt der ganze Laden. Donifen! Donifen! Er muss doch irgendwo sein. Donifen! 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 Ein nach links rüber. Es ging ja Rauch. Da! Da ist der Hase drin, den er vorhin geschossen hat. Wir versuchen es jetzt mal darüber. Donifen! 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 Wir müssen machen, dass wir herauskommen, dann sind wir auch dran. Donifen! Donifen! Da! Donifen, Junge, was ist denn mit dir? Hey, los, pack mit an. Nimm die Äxte mit. Trockenen Schilf kannst du doch nicht mittendrin ein Feuer anmachen. Hab ich ja auch nicht. Hältst du mich für so blöd? Der Brand ist doch nicht von allein losgegangen, das kannst du einem anderen erzählen. Klar ist der nicht von allein losgegangen. Aber ich hab mir kein Feuer gemacht. Ich bin gestolpert und mit dem Schädel gegen irgend sowas gehauen. Weiß auch nicht was, und dann haben die mich ins Wasser geschleppt. Ich hab ja nicht mal Zündhölzer gehabt. Wir dürfen eben nicht mehr allein auf der Insel rumlaufen. Wie sollen wir denn das machen? Wir können doch nicht andauernd auf dem Klumpen zusammenhocken. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind nicht allein auf der Insel. Wann gibt's denn nun was zu essen? Sofort. Die sind schon ganz zahm. Wenn das mit denen so weitergeht, dann führe ich sie euch bald dressiert vor. Hat doch keiner geschafft, dressierte Fledermäuse. Und was hast du davon? Ich schenke sie dir dann zu Weihnachten. Gib das weiter. Hier. Wer von euch will noch was? Hol nur her, was du hast. Da. Ah, Zwieback. Lass nur ruhig hier stehen. Das ist für alle. Nicht schlecht, Herr Fraß. Kriegst du zu Hause auch nicht besser. Was mit dir? Willst du nicht essen? Nur red schon. Haben wir heute nicht den 20. März? Warum? Was ist denn mit dem 20. März? Meine Mama hat Geburtstag.
Meinst du nicht, es wäre besser, wenn du an was anderes denkst? Du machst es dir ganz schön einfach. Wenn du nicht immer an was anderes dächtest, dann wären wir schon längst aus der Scheiße hier raus. Ich hab verstanden. Dann wird's wohl besser sein, dass du den Laden übernimmst. Was willst du? Gordon, er meint das nicht so. Du weißt doch, wie er ist. Doch, er meint das so. Stimmt ja auch, was er sagt. Komm wieder rein. Ist er vielleicht der Kaiser von China? Ist er bestimmt nicht. Na also, komm schon. Und morgen früh gehen wir mal runter zum See. Kriegen wir ein paar Fische. Ich habe heute Abend Schnüre gelegt. Da kann was dran sein. War schon oft was dran. Geh nur. Geh nur ruhig mit. Um den Laden hier kümmere ich mich schon, wenn du einverstanden bist. Einverstanden. Tu mir einen Gefallen, Henry. Du musst was essen. Bald gab es keinen Zweifel mehr, dass der Winter vor der Tür stand. Die Zugvögel sammelten sich und zogen in Scharen weg. Das legte sich besonders Service aufs Gemüt, was mir leid tat. Ich mochte ihn. Er war immer freundlich und wollte, dass sich alle vertrugen. Aber in jenen Herbsttagen wurde ihm das Leben schwer. Sie ziehen weg, sagte er zu mir. Und wir kleben hier mit unseren Hintern fest an der Insel. Mann, wenn wir doch fliegen könnten. Das war so ein Wunsch. Wir konnten nicht fliegen. Meistens aber hatten wir alle Hände voll zu tun. Das alte Ofenrohr rauchte. Ich hatte Schwierigkeiten, einen besseren Abzug zu schaffen. Aber der Kalkstein in der Höhle war weich genug und es gelang mir, ein Loch in die Wand zu schlagen, durch das ich das Rohr stecken konnte. Der Rauch konnte jetzt nach draußen abziehen. Service hatte sich mit einem jungen Luchs angefreundet. Vielleicht war er von zu Hause rausgeschmissen worden und sein Vater hatte ihm gesagt, er solle selbst sehen, wie er durch den Winter kam. Jedenfalls schien er sich schlecht behandelt zu fühlen und Anschluss und Trost bei Service zu suchen. Komm, Fan. Wir haben doch ein ganzes Ende bis nach Haus. Da hätten wir früher losgehen sollen. Wo bleibt ihr denn? Sind ja schon da. In einer halben Stunde wird's dunkel. Nie besonders mochte, so muss ich doch sagen, dass ich nicht weiß, was wir ohne ihn angefangen hätten. Ohne seinen Jagdeifer wären wir ziemlich aufgeschmissen gewesen. Unsere Fleischkonserven waren längst zu Ende. Ich glaube nicht, dass wir mit Wurzeln und Kräutern ausgekommen wären. Musik.
schön kalt geworden. Draußen möchte ich jetzt nicht mehr kampieren. Manchmal kam es uns so vor, als hätten wir die Karte schon einmal früher anderswo gesehen. Aber es fiel uns lange Zeit nicht ein, sie in Verbindung mit jenen Männern zu bringen, die an erster Stelle von all den Leuten stehen, denen ich am liebsten nie begegnet wäre. Manche glauben, dass Geheimnisse einen großen Wert haben, solange sie Geheimnisse bleiben. Ungelöste Rätsel hätten die Kraft, den Romantiker und Abenteurer, der in uns steckt, zu wecken. Nicht das Finden, sondern die Suche wäre die große Anziehungskraft, die zum Beispiel verlorene Schätze auf die Menschen ausüben. Ich glaube sogar, dass das zumindest auf Forbes zutraf. Das war der Sparren, der bei ihm locker war. Du hast es rausgekriegt. Es gibt gar keinen Zweifel mehr, wo wir hin müssen. Ihr gehört zur Cavendish-Gruppe, wenn du nicht zu besoffen bist, um das zu kapieren. Hey, Foster! Komm mal her. Bring mir ein Glas. Und dann. So, das reicht. Pike, die Insel ist unbewohnt, hat keinen Namen. Liegt südlich von Chiloé vor der südamerikanischen Küste. Das Ganze ist der Chonos-Archipel. Und wie kommen wir da hin? Lass das nur meine Sache sein. Von der Küste aus sind es so ungefähr 60 Meilen. Sogar mit Rudern zu schaffen, mit einer Schaluppe. Über Nacht hatte sich unsere Welt verändert. Sie sah aus wie frisch gewaschen. Es schneit! Kommt raus! Hier ist überall Schnee! Mann, oh Mann. Los, komm, Fan. Na, wie ist? Kommst du nun und da soll ich nachhelfen? Braver Hund. Oh, habt ihr Worte? Oh. Richtig wie Weihnachten. Oh. Geht ihr mit? Klar. Machen wir eine Schneeballschlacht? Los, Brian! Wo sind denn die anderen? Die pennen noch. Fan! Hier, Herr Fan! So ist schön. Los, Fan! Komm, Junge! Na, komm schon! Sei nicht so feig! Ganz nett. Und was jetzt? Jetzt bauen wir uns erstmal einen Schlitten. Oh. Das Heimweh, das Service bedrückte, war vergessen. Er lief übermütig mit seinem Hund los. Erst als er das zugefrorene Meer sah, fiel ihm ein, dass sich gar nichts geändert hatte. Das Wasser, das ihn von zu Hause trennte, war dasselbe geblieben, nur dass es mit Eis bedeckt war. Thank you.
Dann entdeckte er das Boot. Boot. Komm, Finn. Auffallend war, dass es Kiel oben lag, sodass die Innenseite gegen Wetter geschützt war, wie von Menschenhand aufgedockt und nicht wie von der Flut an Land gespült oder vom Sturm auf den Strand geworfen. Die Farbe war zum größten Teil abgeplatzt, das Holz verrottet, die Spanten verfault. Das Fahrzeug war unbrauchbar. Du kannst auch mal was tun. Aber es erinnerte ihn an seinen ganzen Jammer. Er war ein Gefangener. Die See hielt ihn fest, ließ ihn nicht weg. Dann geschah etwas, das ihn vollständig verwirrte. Das Fangeisen, das da baumelte, konnte nicht von uns stammen. Wir besaßen keine Fangeisen. Außerdem war es ganz gut in Schuss, kaum verrostet. Es konnte noch nicht allzu lange dort hängen. Komm, Finn. Donovan! 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 An der Lichtung liegt eine Menge so morsches Zeug rum. Müsste eigentlich ganz gut brennen. Morsches Holz taugt überhaupt nichts. Warum denn nicht? Gibt kein richtiges Feuer. Sagst du? Na. Da ist Fan. Ist noch nie ohne ihn herausgekommen. Service! Service! Er ist nicht da. Hier ist keiner zu sehen. Da, der will uns rausholen. Ich glaube, es ist besser, ich nehme die Knarre mit. Ich warte hier und Brian geht mit.
Wo ist denn das Seil? Da. Hier. Nicht was. Das muss er sein. Wir holen ihn. Service. Hey, Service! Service! Junge, Junge, du hast uns vielleicht einen schönen Schrecken eingejagt. Ich hab ihn gesehen. Wen hast du gesehen? Den Mann. Den Schiffbrüchigen. Was für einen Schiffbrüchigen? Den wir begraben haben, das Skelett. Der spinnt. Doch, der war's. Ich spinn nicht. Also erzähl noch mal. War ein dichter Nebel. Und da war auf einmal ein Gesicht. Da war ein Gesicht. Und ich hab gedacht, es ist Donovan. Service, jetzt hör mal gut zu. Das Gesicht, der Mann, wo ist er denn hin? Er ist weggelaufen. Ich bin ihm nach. Nichts mehr. Er war einfach weg? Eine Halluzination, ist doch klar. Nein, nein. Er war wirklich da. Er war wirklich, wirklich da. Mit dem Bart. Ich habe ihn gesehen. Sind doch nur Einbildungen. Du hast doch vorhin selbst gesagt, es war niemand mehr da. Und da war auch nirgendwo was, wo sich jemand hätte verstecken können. Ist alles nur Einbildung. Und wer hat das Schilf angesteckt? Und die Ziegenfalle? Ist doch Quatsch. Trockenes Schilf kann auch schon mal von allein in Brand geraten. Und das Fangeisen? Sicher, ja, was weiß ich. Na also. Wenn noch einer auf der Insel wäre, müssten wir ihn noch längst mal gesehen haben. Jetzt trink mal was. Donovan war nicht mehr zu halten. Er streifte wochenlang mit der Flinte durch die Gegend, aber ohne das Wild, das ihm manchmal beinahe vor die Mündung lief, zu beachten. Er hatte eine neue Leidenschaft entdeckt. Die Jagd auf das Phantom. Sie verlief ergebnislos. Thank you.
Dann ließ der Frost nach. Löcher hätte, wäre sie noch ganz gut. Sag das aber nicht zu Gordon, sonst müssen wir sie flicken. Pass auf, gleich kommt ein Schiff. Unser Notsignal hatte uns nichts eingebracht. Wir konnten uns kaum noch darüber hinwegtäuschen, dass die Insel wohl außerhalb der üblichen Schiffsrouten lag. Das Einzige, was wir noch erhoffen konnten, war, dass ein Robbenfänger sich vielleicht zu uns verirren würde. Robben gab es reichlich hier. Überhaupt sieht? Bei ein bisschen Wind müsste man ihn schon sehen können. Hoch genug hängt er ja. Hilf mir mal den Tisch rübersetzen. Immer langsam. So, das reicht, danke. Ihr hättet ja auch einen Ton sagen können, wo ihr hingeht. Wir haben das Notsignal ausgewechselt, war verdammt nötig. Hättet ihr bloß zu sagen brauchen. Du bist der geborene Gefängnisbeamte. Kann ich jeden schottischen Lord zum Onkel haben? Was hat denn das damit zu tun? Bleibt lieber hier, wir essen gleich. Ich bin unten am Bach auf eine Wildschweinspur gestoßen. Will mal sehen, was sich da machen lässt. Hast du mein Gewehr weggenommen? Ich hab das Ding nicht angerührt. Wer hat es denn? Wie soll ich das wissen? Wer hat meine Knarre genommen? Von uns keiner. Ich spinn doch nicht. Ich hab doch selbst gesehen, wie Brian sie da oben abgestellt hat. Das stimmt, da habe ich sie hingestellt. Du musst dein Zeug eben nicht rumliegen lassen. Jetzt ist aber Schluss mit den dummen Witzen. Wer hat das Gewehr? Gordon rückt den Schießprügel schon raus. Man kann Spaß auch übertreiben, Brian. Ich hab... Brian, wir wollen euch wirklich nicht auf den Arm nehmen. Keiner hat das Gewehr angerührt. Dann macht meinetwegen, was ihr wollt. Ich war dauernd hier, ich müsste auch was gesehen haben. Aber ich hab's doch da oben hingestellt. Hör endlich auf. Ich weiß wirklich nicht, was das soll, warum du dich so albern anstellst. Ich weiß doch, was ich gemacht habe. Sprich dich ruhig aus. Ich hab schon alles gesagt. Nächstes Mal wählst du besser Donovan. Ich wähle, wen ich will. Bei dem piept's auch manchmal ganz schön. Was treibst du denn da? Was siehst du doch, ich zieh mir die Stiefel an. Dein Gewehr hat wirklich keiner genommen. Ist ja auch egal. Ich hab die Schnauze voll. Wollt mich sowieso mal wieder auf der Insel umsehen. Du bist ein Idiot. Bin ich auch. Sonst wäre ich schon längst nicht mehr hier. Du bist wirklich ein Idiot. Gib dir keine Mühe. Du kriegst keinen Streit mit mir. Du siehst mich einfach nicht mehr wieder. Die Insel ist groß genug. Man kann sich aus dem Weg gehen. Du redest schlicht und einfach kariert. Ich habe genug von dem Loch hier. Ich komme mir wie eingesperrt vor. Ist besser, es macht jeder, wozu er Lust hat. Ist doch nichts weiter dabei. Ihr könnt ja hier zusammenbleiben. Braucht ihr ja nun mal. Wenn du das zweite Gewehr mitnimmst, dann haben wir gar keins mehr. Und wie sollen wir zu Fleisch kommen ohne Gewehr? Ihr trefft ja doch nichts. Ich sorg schon für euch. Darauf kannst du dich verlassen. Ich lass von mir hören. Was ist los? Haust du ab? Machst du dich selbstständig? Wenn du willst, kannst du ja mitkommen. Klar komme ich mit. Und mich lass dir einfach sitzen? Pack deinen Kram und komm auch mit. Hast du dir das überlegt? Wir sind ja nicht aus der Welt. Lässt du mich nicht ein bisschen im Stich? Wir sind doch auf derselben Insel. Und deine Ziegen, was sollen die dann ohne dich machen? Die versorgt Henry genauso gut wie ich. Wirst du sehen. Da hast du dein Wasser. Wieso mein Wasser? Kannst du doch auch selbst den Ziegen geben. Ja. Sag mal, hast du keine Lust gehabt, mit den dreien mitzugehen? Was soll ich denn bei denen? Was hast du eigentlich später vor? Was willst du machen? Hast du mal darüber nachgedacht? Wieder anheuern, wenn wir hier von der Insel irgendwann mal wegkommen. Hier bei uns ist ja auch beinahe wie auf dem Schiff. Nur, dass wir immer auf einer und derselben Stelle bleiben. Aber rundum ist hier ja auch überall Wasser. Oh,
Hey Gordon, Dick! Vom Robbenstrand ist ein Schiff, ein Riesenkasten, Dreimaster. Dreht auf die Küste, los, an den Strand runter, rennt schon vor. Ich hol noch das Fernglas. Da hinten, da war's eben noch. Und du bist sicher, dass du dich nicht getäuscht hast? Ich schwöre euch, es war ein Dreimaster mit einem hellen Rumpf. Alle Segel waren schon runter, nur die Fock war noch hoch. Vielleicht war das genauso ein Kanji-Service sein Skelett, das er lebend gesehen hat. Red doch nicht so ein Quatsch. Ich werde doch wohl wissen, was ich gesehen habe. Kannst du was erkennen? Nun sag doch schon was. Runter, weg mit den Köpfen. Ich glaube, die Kerle kenne ich. Wisst ihr, wer das ist? Was für Kerle? Forbes und Pike. Die suchen bestimmt nach uns. Glaubst du wirklich, dass die uns ausgerechnet hier suchen? Was wollen die denn sonst? Es gibt doch nur uns. Das ist nur die Elfte. Und was schaut dabei heraus? Junge, Junge, als ob das alles so einfach wäre. 10 gottverlassene Inseln. Und was haben wir bis jetzt davon gehabt? Ich habe kein gutes Gefühl. Und mein Gefühl sagt mir, wir sind hier richtig. Wenn auch manchmal was schiefgegangen ist, haben wir uns nicht immer auf mein Glück verlassen können? Wir zotteln rum. Seit 4 Jahren zotteln wir durch die Gegend. Hab ich uns vielleicht nicht hierher gebracht? Glaubst du, vielleicht so ein bisschen Scheißsee hindert mich daran, uns auch noch weiterzubringen? Kommt jetzt, wir sehen uns den Laden an. Die sind hinter ganz was anderem her. Und ob die hinter was anderem hier sind, die lassen sich sogar dafür hängen. Denk doch bloß mal an die Slaffy. Ja, hinter was denn? Vielleicht sind wir gar nicht so weit von zu Hause weg. Ah, ist egal, was mit denen los ist. Ich frag's jedenfalls nicht, was sie hier wollen. Erst viel später erfuhr ich, dass es der Geschicklichkeit von Forbes gelungen war, den Kapitän eines chilenischen Salpeterseglers, dessen Kurs ohnehin sehr nahe bei der Insel lag, zu beschwatzen, ihn und seine Leute vor der Insel auszuboten. Sie hatten sich als vom Jagdglück vernachlässigte Robbenjäger ausgegeben, die weiter nichts besaßen als ihr Fangboot. Rob, du hältst dich hier rechts rüber. Pike und Wolsten nach links. Rook, ihr wartet hier. Ist gut. Geht's da drüben weiter? Ja, aber ich glaube, das ist nur ein Wildpfad. Die Insel ist doch ein Stück größer, als wir gedacht haben. Ich möchte mal wissen, was da nicht stimmt. Der Maßstab der Karte stimmt nicht. Und jetzt Schluss mit der Miesmacherei. Ich habe genug davon. Da hinten ist überall Dornbusch, da kommen wir nicht durch. Dann versuchen wir es hier rum. Wir brauchen jetzt erstmal einen Lagerplatz. Meinetwegen, morgen Abend werden wir mehr wissen. Und wenn wir denn nicht mehr wissen? Darüber das Zeug und macht mal ein bisschen. Wohin sollen das Zeug? Ist das alles? Darüber, Subrook. Ja, schon gut. Wir bringen gleich noch eine vor. Ich möchte mal wissen, auf wie vielen Inseln du uns noch rumschleppst. Glaubst du vielleicht, das liegt hier alles einfach so rum? Ohne Suchen geht's nun mal nicht. Scheiße. Finde ich gar nicht. Ich finde aber doch. Es wird Zeit, dass du mit der verdammten Meckerei endlich mal aufhörst. Willst du dich wirklich auf den da verlassen? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich verlasse mich auf das, was da eingezeichnet ist. Wolsten, wenn die Sache schief geht, dann sind wir alle im Eimer. Du auch. Wir sind noch lange nicht im Eimer. Was tun ist jedenfalls besser als abwarten.
Vielleicht kommen die überhaupt nicht hier in unsere Gegend. Mensch, hilf mir mal rasch. Stell dich nicht so an. Ist doch ein richtiger Jammer um die Wasserleitung. So, jetzt schiebt mal ab. Wir gaben uns Mühe, die Spuren unserer Anwesenheit so gut es ging zu beseitigen, aber wir machten uns nichts vor. Wenn sie in unsere Gegend kamen, würden sie uns entdecken. Wir wollten nur nicht untätig herumhocken. Eines wusste er gewiss, er selbst hatte die Fallgrube nicht angelegt. Wenn auch die Abdeckung eingestürzt war, die noch ziemlich festen Wände und die verhältnismäßig frischen Schnittstellen der Pfähle ließen vermuten, dass sie erst wenige Tage alt sein konnte. Wenn keiner von uns dreien sie angelegt hat, dann kann es nur Gordon oder einer von den anderen gewesen sein. Fallgruben bauen die doch nicht. Dann war es der Heilige Geist, aber der macht sowas bestimmt auch nicht. Hm. Glaubst du mir jetzt endlich? Vielleicht haben wir doch ein Phantom auf der Insel. Na, was ist? Genauso wie wir gedacht haben. Zwei Feuer. Aber so einem Feuer kannst du nun mal leider nicht ansehen, wer es angemacht hat. In welcher Richtung? Eins ist da, etwa 1,5 Meilen von hier. Das andere ist da, ein Stück weiter weg. Die haben keine Ahnung, was inzwischen hier los ist. Die laufen den Kerl doch glatt in die Finger. Lass nur, morgen früh gehe ich los. Wo willst du sie denn suchen? Da oder da? Weiß ich nicht, muss ich erst rausfinden. Mann, lass dich bloß nicht erwischen. Die kriegen mich nie mehr. Da stecken wir schön in der Tinte. Kommt, wir bauen das Ding ab. Mhm. Morgen kämmen wir die ganze Insel durch. Oh, komm her, sonst ist nichts mehr da. Eine hübsche Überraschung. Erst begriff ich nicht. Dann sah ich den Pfeil in seinem Rücken.
Elli! Torbis! Torbis! Du komm schon her! Mach schon! Was soll denn das Geschrei? Da! Gib dir 5 Schuss vor. Gib lieber nicht so an. Du wirst dich wundern, wetten? Dann pass mal auf. Na? Gar nicht so schlecht. Und was hältst du davon, ne? Ja, ganz nett. Seid ihr verrückt? Hört mit der Ballerei auf! Du kannst ja mitschießen. Ach, Quatsch nicht! Was ist denn mit dir los? Die Kerle sind hinter mir her! Was für Kerle sind hinter dir her? Ist doch egal, wir haben jetzt keine Zeit. Ich hatte keine Zeit und keine Lust, mich auf lange Erklärungen einzulassen. Aber sie müssen mir wohl angesehen haben, dass ich keine Witze machte. Wir müssen damit rechnen, dass sie die ganze Insel absuchen. So rasch finden die uns nicht. Menschenskind, wärt ihr bloß hier geblieben. Wir fangen nicht schon wieder von vorn an. Und wenn die uns wieder einkassieren? Weißt du, Gordon, sollten wir uns das nicht mal überlegen? Vielleicht, Du meinst, dann kämen wir wenigstens von hier weg? Nee, ich werde mich hüten. Da ist noch was, was ihr noch gar nicht wisst. Ehe ich euch gefunden habe, bin ich auf Forbes Camp gestoßen. Da war ein Wachposten, der hat mich erwischt. Auf einmal fällt er tot um. Mit einem Pfeil im Rücken. Mit einem Pfeil? Und wer hat den abgeschossen? Das ist es ja, ich weiß nicht. Ich habe keinen gesehen und bin natürlich abgehauen. Vielleicht sind das Wilde. Wenn es sowas hier gibt, dann hätten wir denen doch schon mal begegnen müssen. Ich bin ja im Winter einem begegnet. Das wäre allerdings eine Erklärung. Wir reden und reden, aber zu einem Entschluss kommen wir nicht. Weißt du denn, was wir machen sollen? Ist denn das so schwer? Wir sind doch bewaffnet. Hm. Wir haben eine einzige schäbige Flinte. Die andere ist weg, die hast du ja verschlammt. Ich habe sie nicht verschlammt und langsam glaube ich, dass keiner von uns sie verschlammt hat. Das ist eins von den Rätseln, die wir nicht lösen können. Vielleicht gibt's hier wirklich Gespenster. John, wie kommen wir darauf? Von oben müssen wir noch einen guten Überblick haben. Ist das alles? Ja, das ist alles. Kriegen wir nicht mal einen Tee? Du weißt doch, wir können nicht riskieren, Feuer zu machen. So ein Rotzmann. Willst du vielleicht lieber wieder einkassiert werden? Nee, vielen Dank. Dann halt auch den Mund. Das ist doch keine Lösung. Wir haben nicht mal mehr Trinkwasser. Wir haben noch ein halbes Fass voll. Jedenfalls mache ich mich morgen früh auf die Socken. Nein, das tust du auf gar keinen Fall. Und wie willst du es verhindern? Los mit dir? Ich hab so einen Hunger. Leg dich wieder hin. Ist was mit ihm? Ich glaube, er hat einen Bandwurm. Geh nur wieder schlafen. Ich kümmere mich schon um ihn. Ich möchte mal wissen, wie das weitergeht. Ich glaube, Forbes ist verrückt. Manchmal denke ich wirklich, er weiß gar nicht, wohin er will. Er zieht bloß herum. Mit uns im Kielwasser. Ich habe mich schon oft gefragt, gibt's das überhaupt, das Deutsche mit dem Oberschirm? Wenn Wolfson nicht wäre, dann wäre ich schon längst abgehauen. Er scheint ja was von dem Geschäft zu verstehen. Aber Forbes, ich weiß nicht. So
Zwei von den Kerlen. Ganz allein. Keine Meile von hier. Besser können wir es gar nicht antreffen. Und wo stecken die? Im Ziegengrund. Die quatschen da unten und passen auf nichts auf. Wir müssen uns beeilen. Wir bleiben hier. Dann haben wir zwei weniger. Und wo sind die anderen? Von denen habe ich nichts gesehen, aber in der Nähe waren sie nicht. Wenn wir rumtrödeln, ist zu spät. Was willst du denn? Er hat doch recht. Ist doch lächerlich. Wir sind hier vier Figuren, die schaffen wir doch leicht. Wenn du nicht willst, ohne dich geht's auch. Ab jetzt keine langen Geschichten. Wartet, ich geh mit. Nein, Gordon, bleib da mal lieber raus. Wir können ja auch das junge Gemüse nicht allein lassen. Kramt mal das Zeug zusammen. Die Decken einräumen. Vielleicht haben die uns nur aus dem Bau locken wollen. Los, weiter. Da hinten. Ein kleines Stück noch, ist nicht mehr weit. Da ist es. Das hat doch jemand da hingelegt. Was sagt ihr? Von allein liegt doch sowas nicht da. Was war der Kelly erledigt hat? Kannst du mir glauben? Ganz bestimmt. Weiter. Lange gespart. Dieses Verzeig. Was ist denn das? Ist das Gold? Ich glaube, das ist Gold. Ja, das ist Gold. Forbes. Was ist das hier? Sieht aus, als wäre es auch aus Gold. Sag mal, was ist denn das für ein komisches Zeug? Das ist doch nicht der Zaster, hinter dem wir her sind. Der von dem Oberscherner. Das Zeug hier ist doch ganz was anderes. Mit der geklauten peruanischen Kriegskasse hat das nichts zu tun. Ah, damit hat es bestimmt nichts zu tun. Aber ich hab gewusst, dass ich nur lange genug zu suchen brauch. Ist mir auch scheißegal, wer das hierher geschafft hat. Ich hab dir ja gesagt, jetzt ist vorbei. Jetzt ist meine Pechsträhne ist vorbei. Am Arsch könnt ihr mich alle. Ich brauch euch nicht mehr. Von mir aus könnt ihr jetzt alle abhauen. Ich zahle euch aus und dann ab mit euch. Ich brauche keinen mehr. Ich glaube, das war da drüben. Da hinten. Ah!
Da ist er. Der war's. Wer war was? Den ich im Winter gesehen habe. Hey, hören Sie mich? Hören Sie mich? Wir haben nie herausfinden können, wer jener Unglückliche war, den wir unter den Trümmern in der Höhle fanden. Ebenso wenig, was mit diesem Forbes und seinen Leuten geschehen ist. Wenn sie noch am Leben sind, so können sie sehr leicht heute noch auf der Insel sein. Denn wir haben ihnen ihr Boot weggenommen. Ein Salpetersegler nahm uns am dritten Tag auf. Als Donifan Weldon erfuhr, dass die Insel, auf der wir fast 2 Jahre verbracht hatten, nur 60 Meilen entfernt von der chilenischen Küste lag, war er enttäuscht. Er fand, dass die Leiden unserer Einsamkeit durch ihre geringe Entfernung von bewohnten Gebieten einiges an Wert verloren hätten. Er beruhigte sich aber schließlich damit, dass wir immerhin 1800 Meilen von Neuseeland fortgetrieben worden waren. Von Valparaiso aus kehrten wir mit einem der großen Windjammer, die damals diese Route befuhren, die 1800 Meilen nach Neuseeland zurück. Donifans Onkel, Lord Buchanan, hatte die Freipassage zur Reederei nach Valparaiso gekabelt. Allein schon das Kabeln muss eine schöne Stange Geld gekostet haben. Das Geld auf die Hand wäre mir lieber gewesen. Denn ob ich nun in Auckland oder Valparaiso eine neue Heuer suchte, es kam auf dasselbe raus. In Auckland und später in London und ganz England hielt Donifan eine Reihe von Vorträgen über seine Erlebnisse, die riesigen Erfolg hatten. Schließlich veröffentlichte er sie mit dem Geld seines Onkels in allen Sprachen. Gordons Klugheit, Brians Hilfsbereitschaft, Services Freundlichkeit und die Vorzüge der anderen, vor allem Donifans Unerschrockenheit und Tapferkeit, wurden in der ganzen Welt bewundert. Ich selbst bekam von dieser Bewunderung nichts ab, da ich in seinen Schilderungen nicht vorkam. So bin ich nie berühmt geworden wie die anderen und bin nach wie vor Dick Sand, von dem keiner weiß, woher er stammt. Heute zweiter Steuermann auf einem der letzten Windjammer, die gelegentlich noch auf See zu finden sind.